Augenhöhe, Studierende als Lehrende. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auf die gemeinsame Session. Und es kann auch direkt losgehen. Und ich übergebe hiermit an Ronny Schüler. Ja, Jasmin, vielen Dank und auch von unserer Seite herzlich willkommen zu unserem Talk Partizipation auf Augenhöhe und zu der Frage, kann studentische Partizipation in der Lehre überhaupt ermöglicht werden? Und wenn ja, wie funktioniert das? Dazu übergebe ich gleich an meine Kollegin Larissa Barth. Wir beide arbeiten an der Boris-Universität Weimar im Zentrum für Universitätsentwicklung und widmen uns dort unter anderem der Frage nach Partizipationsmöglichkeiten in der Lehre. Außerdem werden wir unterstützt durch Franka Fetzer und Paul Repple, also zwei Studierenden der Bauhaus-Universität, die ihre Erfahrungen aus gleich mehreren Semestern und mehreren studentischen Lernprojekten einbringen können. Larissa. Genau, und damit möchte ich einfach mal die Ausgangslage anschauen. Wo stehen Universitäten gerade und natürlich auch, wo steht die Bauhaus-Universität? Und da zeigt sich einfach, studentische Partizipation ist außerhalb von Gremien und studentischen Initiativen noch nicht so wirklich angekommen und gerade auf die Lehre gibt es wenig Einflussmöglichkeiten von studentischer Seite. Das liegt auch daran, dass natürlich das Lehrangebot über Jahre festgelegt wird, über die Personen, die berufen werden. Und gleichzeitig haben wir auch einfach Inhalte, die abgearbeitet werden müssen. Aber dabei bleiben gerade zeitaktuelle und interdisziplinäre Themen oft auf der Strecke, können nicht aufgegriffen werden. Und ja, das, was eigentlich für alle wichtig ist in dem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, ist oft getrennt von dem, was in der Lehre passiert. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das verändern an unserer Universität, aber auch ganz generell, wie kann das verändert werden? Und deshalb würde uns auch interessieren, gibt es an Ihrer Institution vielleicht bereits Möglichkeiten, damit Studierende eben direkt sich am Lehrangebot beteiligen können, partizipieren können und vielleicht auch eigene Themen einbringen können? Und da würden wir uns über Ihre Antworten im Chat freuen, jetzt aber auch über die gesamte Veranstaltung hinweg. Einerseits interessiert es uns, was passiert bei Ihnen vielleicht schon in die Richtung, aber auch als Inspiration für die anderen Teilnehmenden. Deshalb freuen wir uns im Chat über Ideen dazu, wie vielleicht auf andere Weise Studierende direkt partizipieren können. Entschuldigung. Und damit würde ich weitergeben wieder an Ronny Schüler. Genau, wir schalten hin und her. Also wenn wir zurückblicken, einige Jahre, dann war es eben auch in Weimar so, dass es keine Formate zur Beteiligung von Studierenden an der Ausgestaltung des Lehrangebots gab. Gleichzeitig wurde aber im Vorfeld des 100-jährigen Bauhausjubiläums, das wir ja 2019 begangen haben, eben ein solcher Wunsch, geäußert, dass eben mehr Mitwirkung am Lehrangebot stattfinden kann. Und in diesem Jubiläumsjahr, das könnt ihr euch vorstellen, sollten eben diese Bauhaus-Werbeslogans, die mir ja überall um die Ohren gehauen werden, von Interdisziplinarität und Partizipation, dann auch endlich eingelöst werden. Im Wintersemester 2018, 2019 wurde das Bauhaus-Semester ausgerufen und mit den Bauhaus-Modulen wurden interdisziplinäre Lehrveranstaltungen eingerichtet. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders. Für Weimar war das tatsächlich ein besonderer Schritt, was irgendwie schräg genug ist. So, und in diesem Zuge wurde eben auch das Experiment gewagt, Studierende zu Lehrenden zu machen, und es entstanden die studentischen Lehr-Lern-Projekte. Wichtig ist dabei noch, diese Initiative kam nicht von den Fakultäten und sie kam auch nicht aus dem Kreis der akademischen Lehrenden, sondern sie kam von unserer Struktureinheit, von der Universitätsentwicklung, wo Larissa und ich eben über die Zukunft des Lehrens und Lernens mit unserem gesamten Team nachdenken. Das ist vielleicht noch ein interessanter Hinweis. Die Lehrenden und eben auch die Fakultätsleitungen haben hier gar nicht den Bedarf gesehen. Genau. Wie funktionieren diese Bauhausmodule? Wie funktionieren sie als studentische Lehrprojekte? Zum einen ist es so, dass es eine Ausschreibung für den Förderfonds Bauhausmodule gibt. Dort können Studierende wie alle anderen Lehrenden auch einen Antrag stellen und ein interdisziplinär konzipiertes Lehr-Lernprojekt fördern lassen. Die Auswahl geschieht dann über eine entsprechende Kommission, die paritätisch aus allen Statusgruppen besetzt ist. Genau, und diese Förderung umfasst dann zum einen eine Finanzierung von studentischen Assistenzen. Die Studierenden werden für ihren Aufwand und für ihren Einsatz, also nicht in Leistungspunkten oder in ECTS,
entlohnt sozusagen, sondern sie bekommen einen Anstellungsvertrag. Das ist Teil des Antragsvolumens. Und außerdem können sie dort, das sieht man im unteren Teil hier, Mittel für Gastvorlesungen und für Materialien beantragen, die also zur Ausgestaltung dieses Lehr-Lern-Projektes möglich oder wünschenswert sind. Gleichzeitig gibt es natürlich einige organisatorische Hürden, die zu nehmen sind. Das sieht man in dem oberen Ast. Zum einen brauchen die Studierenden einen Mentor, eine Mentorin, also aus dem Kreis der Professorinnen oder der akademischen Lehrenden. Vor allem damit eben die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Notenvergabe oder eben auch bei der Ausstellung von Verträgen abgewickelt werden kann. Außerdem erhalten Sie von uns ein mediendidaktisches Training vor Semesterbeginn. Das ist so ein zweitägiger Crashkurs, in dem Grundlagen des Lehren und Lernens vermittelt werden, wo auch die Rolle der Lehrenden, aber eben auch der Einsatz, Moderationsmöglichkeiten, E-Tools Berücksichtigung finden. Und schließlich werden die studentischen Lehrenden auch im Verlauf des Semesters von uns begleitet. Sie können Fragen und Probleme in einem Forum beantwortet bekommen oder eben auch von uns ganz persönlich. Das sind die Rahmenbedingungen. Für uns ist es aber natürlich wichtig, nicht nur diese zu skizzieren, sondern eben auch die studentischen Lehrenden selbst zu Wort kommen zu lassen. Denn was wir uns hier so ausdenken, ist eine Seite, aber die Frage ist, gelingt das auch praktisch? Und damit würde ich dann an Franka und Paul übergeben. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute dabei seid. Und Sie werden die Perspektive aus Sicht, aus Ihrer Rolle der studentischen Lehrenden hier einblicken lassen. Franka und Paul. Nein, danke. Ich glaube, wir können weitermachen, direkt schon. Ich glaube, Larissa muss weiterklicken. Genau, vielleicht mache ich einfach das und du machst dann die nächste Folie. Unsere Erfahrungen waren, dass also auffallend hohes Interesse auf einmal bestand von der Beteiligung. Wir hatten in unserem Kurs fast 180 Studierende und auch in dem Kurs danach, in dem den Paul angeboten hat, haben sich super viele Menschen beworben, die gar nicht alle aufgenommen werden konnten. Und auch in meinem Kurs waren wieder über 100 Menschen interessiert. Und das ist halt schon auffallend, wie viele Menschen wie viele Studierende Interesse haben an diesen gesellschaftsrelevanten Themen, die fast ausschließlich in Bauhausmodulen von StudentInnen oder auch ProfessorInnen angeboten werden. Deswegen ist es super positiv, dass es diese Bauhausmodule gibt und diese Partizipation möglich ist, aber gleichzeitig natürlich auch auffallend, dass sie halt eine Lücke füllen müssen, die in der normalen Lehre eben nicht vorhanden ist. Und wir hatten auch ein sehr großes positives Feedback, dadurch, dass wir den studentischen Lehrpreis gewonnen haben und jetzt auch im Folge, versuchen, die tollen Ergebnisse, die entstanden sind, in der Publikation, in der Ausstellung umzusetzen. Und es geht halt vielen Bauhausmodulen so von Studentinnen, dass daraus meistens eine Webseite, ein Buch und viel mehr entsteht, weil eben das Interesse immer noch da ist und auch das Interesse über mehrere Semester gehen soll. Und eigentlich toll wäre, das weiterzuführen, aber meistens die Kapazitäten der eigenen studentischen Lehrenden dann nicht vorhanden ist, weil sie selbst ja auch studieren. Genau. Ich glaube, wir können weitermachen. Ja, klar. Das Problem
das habe ich auch gerade eben schon angesprochen, sind es diese ganzen Themen, die eigentlich ja in unserer Gesellschaft gerade relevant sind und mit denen sich halt super viele Studierende befassen. Das sind unter anderem Antirassismus, Queerfeminismus, Antifaschismus, Klimagerechtigkeit. Das sollten feste Bestandteile sein in allen Lehrformaten. Also wir werden oft, dadurch, dass wir, also ich studiere auch Architektur im 7. Semester, wir werden oft damit konfrontiert, ja, in Architektur und Bauingenieurswesen hat das ja einfach keinen, also sollte das nicht in der Lehre sein. Aber das ist für unsere Meinung halt eben nicht die Lösung, sondern wir finden, dass in allen Bereichen gesellschaftsrelevante Themen besprochen werden müssen. Und irgendwie ist es auch positiv, dass StudentInnen diesen Anreiz geben können. Auf der anderen Seite geht es halt auf die Kapazitäten und das Ehrenamt und das Engagement von StudentInnen. Und gerade eben wurde auch angesprochen, es gibt eine Entlohnung. Ja, aber die Entlohnung reicht nicht, dass wir sagen könnten, okay, wir müssen nebenbei nicht noch einen Nebenjob machen. Heißt, wir machen einen Nebenjob plus das normale Studium. Das ist teilweise halt für uns, also für StudentInnen, eine hohe Kapazität dafür, dass dann solche Lehre angeboten werden kann. Und die Frage ist halt für uns, finden wir, muss gesellschaftsrelevante Lehre von studentischer Seite kommen oder sollte das nicht die Aufgabe sein von ProfessorInnen? Genau. Und das Positive, Paul, gerne ergänzt mich, ist dann halt bei uns, dass wir trotzdem natürlich sehen, dass es toll ist, dass wir diverse Lehre schaffen können, dass wir partizipieren können, dass auch Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu entfalten, irgendwie auszuprobieren, Lehre zu machen und eben halt dadurch auch Lehre von unten heraus entstehen kann. Also wir haben ja das Bauhausmodul Materialien der Zukunft angeboten und jetzt im Nachhinein über die Jahre, also den Semester danach, entstehen jetzt super viele Module von ProfessorInnen über nachhaltige Materialien. Also vielleicht waren wir der Anfang, aber jetzt auf einmal passieren ganz viele solche Projekte. Das ist super toll. Paul, möchtest du dazu was ergänzen? Ja, das hatten wir auch noch als einen Kritikpunkt, dass wir so ein bisschen das Gefühl hatten, wir werden so ein bisschen für Greenwashing genutzt. Also es wird so hervorgehoben, ja, wir haben doch studentische Lehrende und die sind so toll und die ganzen Module sind toll. Und wenn man sich anschaut, welche Module einfach auch super hoch belegt waren, waren das halt Bauhausmodule von studentischen Lehrenden, dann war das halt so ein bisschen das Problem, dass wir so waren, ja, okay, ja, bekommen wir damit, also verändern wir damit die Universität oder die Lehre in der Universität? Schaffen wir es dadurch, dass die Leute selbst auf die Idee kommen, sowas anzubieten? Und das ist, glaube ich, halt uns ein großes Anliegen auf jeden Fall. Und wir fanden es auch positiv, also ich fand auf jeden Fall positiv, dass wir versucht haben, durch diese Bauhausmodule Hierarchien abzuschaffen, also dass eben diese Hierarchie zwischen ProfessorInnen und Studierenden, dadurch, dass wir auf einmal selbst gelehrt haben und auch teilweise neue Sachen gelehrt haben, auf jeden Fall so bestehende Strukturen neu reflektiert wurden oder neu reflektiert werden. Und das würde ich auch was sehr Positives für die allgemeine Stimmung in der Universität beschreiben. Genau. Ich glaube, das waren meine Punkte. Ja, dann würde ich an dieser Stelle wieder übernehmen. Vielen Dank, Franka und Paul, für die Einblicke und vor allem für diese kritische Reflexion. Das ist natürlich das, was wir hier auch live betreiben vor Ort. Das ist das, was bei der Ausgestaltung des Programms enorm wichtig ist. Und was ihr angesprochen habt, ist ja auch ein Wunsch, den wir selber an unser Engagement hier und an die Unterstützung herantragen, dass wir auch reinwirken können in die Berufungspolitik vielleicht oder in das Lehrangebot, was an der Uni, an den verschiedenen Fakultäten stattfindet. Und auch da gibt es aber, das ist für das Publikum sicherlich auch keine neue Erkenntnis, gibt es natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, mehr Aufgeschlossenheit, weniger Aufgeschlossenheit. Und die Vorbehalte, dass das alles nicht reibungslos funktioniert, das ist, glaube ich, etwas, was man sich ganz gut vorstellen kann, wenn man jetzt aus Sicht des Publikums einen Überblick über diese Darstellung gewonnen hat, nicht? Es gibt also weiterhin Herausforderungen, die in Bearbeitung sind. Auf Seiten der Lehrenden ist es so,
dass also die Lehrenden an sich oder eben auch die einzelnen Fakultäten teilweise Probleme damit haben, dass eben Studierende jetzt tatsächlich unterrichten. Das heißt, es gibt Fragen an die Qualifizierung. Wie und warum können Studierende auf einmal als Lehrpersonen auftreten? Vielfach wird befürchtet, dass ordentlich angestellte akademische Mitarbeitende damit sukzessive obsolet gemacht werden sollen und in Weimar sich damit das ohnehin schon schlechte Betreuungsverhältnis weiter verschiebt. Bei den Studierenden bleibt ein allgemeines Problem, was die Anrechnung von Lehrveranstaltungen über Fakultätsgrenzen hinweg betrifft. Die Studien- und Prüfungsordnungen bei uns sind so unterschiedlich und teilweise so inkompatibel, dass die Studierenden einzeln beantragen müssen, dass ihre erbrachten Leistungen anerkannt und angerechnet werden in ihrem Curriculum. Die Chancengleichheit ist weiter ein großes Problem. Das lässt sich über digitale und analoge Anmeldeverfahren nicht gewährleisten, hier möglichst viele Studierende einzufangen, weil eben auch viele Lehrende mit den spezifischen Abläufen an der Nachbarfakultät nicht vertraut sind und damit es also einen systematischen Ausschluss und eine Diskriminierung gibt. Und vielleicht könnt ihr hier an dieser Perspektive nochmal was ergänzen, Franka und Paul, was euch noch in dieser Gegenüberstellung aus der direkten Erfahrung in den Sinn kommt. Genau, ich glaube, das Problem ist dieses große Engagement von den Studierenden selbst, was da kommen muss. Also auch von den Teilnehmenden, jetzt nicht nur von uns, sondern auch von den Teilnehmenden, die halt selbst sich drum kümmern müssen, tausendmal anrufen müssen, bis es irgendwann kommt oder auch nicht. Also ich habe teilweise Leute, die Credits nie angerechnet bekommen haben und halt jetzt fertig mit der Uni sind und dann halt andere Kurse nochmal belegt haben. Das ist halt auch dann schade. Ja, also ich glaube, man sieht ja ganz gut, wir sind in Arbeit, wir nehmen die Sachen auf, wir denken, dass wir hier vieles schon zum Funktionieren gebracht haben, freuen uns eben über das Engagement von eben Studierenden wie Franka und Paul und den vielen Studierenden, die auch als Lernende dann teilnehmen an diesen Kursen. Aber es bleibt eine Baustelle. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der sich in diese Richtung auf den Weg gemacht hat. Und damit würde ich jetzt vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon an Larissa übergeben, die unsere Lessons Learned nochmal zusammenfasst und dann aus unserem Input aussteigt, herausführt. Genau, vielen Dank an dich, Ronny. Vielen Dank auch an Franka und Paul für eure Perspektive. Und wir haben natürlich in den vergangenen Semestern, in denen wir jetzt interdisziplinäre Lehrveranstaltungen anbieten und eben auch studentische Lehr-Lern-Projekte anbieten, gelernt, was es vielleicht braucht, wo wir noch nachbessern müssen. Und wir haben hier ein paar Lessons learned für Sie rausgegriffen, die ich einmal kurz erläutern möchte. Also es zeigt sich, sobald es über die Fakultäten hinweg gibt, braucht es einen größeren organisatorischen Rahmen. Den versuchen wir aus der Universitätsentwicklung herauszustellen, beziehungsweise die Kontakte zwischen den Beteiligten so zu verknüpfen, dass alles gut funktioniert. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Betreuung durch die MentorInnen, also durch Lehrende und ProfessorInnen, wichtig ist, gerade auch, weil manche fakultätsspezifischen Fragen dort einfach am besten beantwortet werden können. Es zeigt sich aber auch, dass je nach MentorIn das Engagement hier sehr unterschiedlich ausfällt. Und sonst haben wir noch Dinge, die wir einfach beibehalten möchten, um das Prinzip des Versuchs, offene Themen mit in die Lehre zu bringen, interdisziplinäre, gesellschaftsaktuelle Themen mit in die Lehre zu nehmen, beibehalten. Und deshalb haben wir auch gesagt, es braucht eine Themenoffenheit. Wir können nicht vorgeben, was die wichtigen Themen sind. Wir wollen sehen, welcher Bedarf ist da, welche Themen werden von den Studierenden tatsächlich in die Lehre gebracht und wo wird
ja, einfach eine Wichtigkeit gesehen und vielleicht gerade in Bezug auf Klima auch eine Dringlichkeit. Wir haben auch gesehen, eine Qualifizierung einfach um alle abzuholen und gut auf die Durchführung eines eigenen Projekts vorzubereiten, ist wichtig. Und ganz zum Schluss immer wieder Feedback einholen, um das Ganze stetig weiterzuentwickeln, ist das, was wir uns auch beibehalten möchten. Denn Semester für Semester tarieren wir nach, wie wir das Ganze noch besser ermöglichen und auch für die Studierenden zugänglicher machen können. Und deshalb zeigt sich, es braucht nicht nur viel Experimentierwillen auf Seiten derer, die das anbieten. Es braucht auch Experimentierwillen seitens der Institution, der Uni und auch von den Teilnehmenden, sich darauf einzulassen. Und damit wären wir auch schon am Ende angekommen und es gab ganz viel Beteiligung im Chat. Vielleicht können wir hier einfach noch ein paar Fragen beantworten und ein paar Ideen aufgreifen. Aber bis hierher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde jetzt hier mal kurz durch den Chat scrollen. Gibt es die Slides zum Download? Wird hier nachgefragt. Bisher nicht, aber die Aufnahme unseres Talks wird online gestellt. Und wenn Sie mir eine E-Mail schreiben an larissa.barth@uni-weimar.de, lasse ich Ihnen auch gerne nochmal die Folien zukommen. Wir haben hier ganz tolle Beispiele, wie studentische Partizipation ermöglicht wird. Hier gibt es eine Flexi-Week, wo wahrscheinlich interdisziplinär Inhalte eine Woche lang gestaltet werden. Wir haben hier aktive Aufgaben in den Seminaren, Tutorentätigkeiten, eigene Wahl der Lektüre oder eigene Wahl des Forschungsthemas. Also ganz viele Ideen, wie man hier schon Partizipation der Studierenden möglich machen kann. Und wir hatten unten noch eine Frage, wie wird der Aufwand des Mentors, der Mentoren berücksichtigt? Hierzu hatte Ronny Schüler schon geantwortet, das kann auf das Lehrdeputat angerechnet werden, ähnlich wie die Betreuung einer Abschlussarbeit. Und hier war noch die Frage, gibt es von eurer Seite aus dazu Publikationen der Ergebnisse? Wir haben ein paar Einblicke auf unserer Bauhausmodule-Website. Vielleicht kann Ronny Schüler gerade mal den Link dazu im Chat posten. Hier kann man auch sehen, welche studentischen, aber auch nicht studentischen Bauhausmodule gerade angeboten werden. Aber genau, von Franka Fetzer und Paul Repple ist auf jeden Fall eine Publikation verfügbar oder soll bald verfügbar sein. Deshalb vielleicht ist das ein ganz interessanter Einblick und wir erfahren dazu dann noch mehr. Von unserer Seite gibt es erstmal keine bestehenden Publikationen explizit zu den studentischen Lehr-Lern-Projekten. Genau. Habe ich noch Fragen übersehen? Vielleicht möchte sich auch noch jemand dazuschalten und noch was fragen gerne. Und sonst war hier noch die Frage, wie die Flexi-Week gestaltet wird, an die Person, die das berichtet hat. Das war Kerstin. Kerstin, vielleicht willst du uns auch noch in den letzten Minuten einen kurzen Einblick in eure Flexi-Week geben. Genau, also wir laden natürlich die Lehrenden auch explizit ein, zielgruppenspezifisch ihre Aufgaben oder ihre Seminare zu konzipieren, also zu schauen, welche Fakultäten, welche Studiengänge wollt ihr ansprechen, wie holt ihr in einem künstlerischen Gestaltungsseminar vielleicht Studierende der Fakultät Bauingenieurwesen im dritten Semester ab, die da noch keine Erfahrung mit den entsprechenden Tools haben oder die sich vielleicht nur in ihrer Freizeit mit Gestaltung beschäftigen. Also das Antragsverfahren, das wir hier aufgesetzt haben, zielt noch nicht genug nach meiner Sicht, aber in Zukunft hoffentlich besser. Wir überarbeiten das ja von Semester zu Semester noch viel stärker auf die Kompetenzvermittlung ab, auf die Darstellung eines methodischen, didaktischen Konzeptes und wir verbinden das eben auch mit einem Unterstützungsangebot,
das darauf hinauslaufen soll, eben diese methodisch-didaktischen Fragen auch im Vorfeld der Antragstellung schon zu reflektieren und die eventuell dann auch mit einzubauen in die Gestaltung des Seminars, also so eine Art Qualifizierungsprogramm durch die Hintertür. Es wird sicherlich nicht nur an unserer Universität so sein, dass methodisch-didaktische Grundlagen sehr unterschiedlich verteilt sind in dem Lehrkörper. Also das sind Dinge, die wir natürlich nicht vorgeben können, denn unsere Einheit hier ist vor allem eine Serviceeinheit. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Aber wir versuchen eben auch die Unterstützungsangebote dahingehend zu machen, dass man schaut, welchen Zeitaufwand kann ich von einem Bachelorstudierenden erwarten? Wie kann ich eine differenzierte Leistungsabfrage in meine Lehrveranstaltungen einbauen, wenn ich zum Beispiel Bachelor- und Masterstudierende zusammen unterrichten möchte, was ja auch immer ein großer Gewinn sein sollte, aber eben von Seiten der Lehrenden dann entsprechend mehr Didaktik und differenzierte Einführung und auch Benotungssysteme abfordert. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die man vielleicht auch in so einer kleinen Uni wie Weimar mit 4 Fakultäten, die alle relativ, nicht nah beieinander liegen, aber zumindest verständigungsfähig sind, die man da eher auf die Reihe kriegt. Aber für andere größere Universitäten wäre es vielleicht sinnvoll, sich Partner zu suchen und erstmal einen kleinen Kreis einzurichten, damit Erfahrung zu sammeln und den dann schrittweise aufzubauen und eben das mit den methodisch-didaktischen Fähigkeiten der Lehrenden vielleicht auch entsprechend parallel aufzusetzen. Genau, und dann habe ich noch 2 Fragen gefunden, nämlich einmal die Frage, was ist, wenn aufgrund der schon zeitlichen Beschränkungen in Studiengängen einfach kein Platz und keine Zeit ist für den Blick über den Tellerrand? Bei uns können auch einige Studiengänge das Ganze eben im Wahlbereich sich anrechnen lassen. Manchmal ist der Wahlbereich aber eben sehr klein und da ist für uns auch eine große Frage, wie können wir die Situation strukturell verbessern? Wir haben darauf noch keine finale Antwort. Und dann war noch eine Frage, wie funktioniert denn die Anrechnung? Hier ist es eben auch, wir haben verschiedene Prüfungsämter an unserer Universität, je nach Studiengang, aber auch je nach Abschluss. Und deshalb, rein theoretisch kann das Ganze mit einem Learning Agreement im Wahlbereich angerechnet werden. Ob das praktisch so gut klappt, ob die Kommunikation zwischen den Prüfungsämtern klappt und das am Ende dann eben auch eingetragen ist für die Studierenden als Credits, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und hier ist eben vor allem das Problem der Kommunikation. Gar nicht so sehr der Organisation beziehungsweise Struktur an sich, sondern wie schaffen wir es auch, wenn eine Lehrveranstaltung eben von einer Professur in Fakultät X betreut wird, dass in Fakultät Y trotzdem das Prüfungsamt ohne größere Hürden die Anrechnung vornimmt. Genau. Darf ich dazu noch kurz was sagen? Wir hatten nämlich ein paar Studentinnen, die auf jeden Fall auch, obwohl sie wussten, dass es eigentlich nicht möglich ist, Sachen anzurechnen, trotzdem teilgenommen hatten, weil sie so viel Interesse hatten, dass sie dann halt so als Gast-ZuhörerInnen oder GastteilnehmerInnen teilgenommen haben. Also das ist auch super spannend, wie hoch dieses Interesse ist und es zeigt halt das gerade auch nochmal. Danke, Franke. Und das ist genau auch meine Erfahrung. Studierende belegen das nicht immer für die Credits, sondern tatsächlich für die Auseinandersetzung und diesen Blick über den Tellerrand. Denn oft fehlt es genau an diesen Themen in der normalen Lehre. Und deshalb können wir alle nur dazu ermutigen, das Experiment zu wagen, Studierenden die Möglichkeit zu geben, auch zu lehren, denn wir können alle voneinander lernen. Und ja, wir haben noch 2 Minuten. Wenn es noch Fragen gibt, beantworten wir die gerne noch. Und sonst würde ich sagen, haben wir einen guten Abschluss gefunden. Genau. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß im weiteren Programm. Vielen Dank fürs Zuhören und tragen Sie die Gedanken gerne auch in Ihre Institution. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Larissa, Franka, Ronny und Paul, für diese spannenden Einblicke und diese auch durchaus ja auch kritisch-konstruktive Auseinandersetzung. Ich glaube, es gab ein großes Interesse. Vielen, vielen Dank an alle Teilnehmenden und hoffentlich auch über die Session hinaus weitere Anknüpfungs- und Austauschmöglichkeiten. Euch und Ihnen allen einen weiteren schönen, inspirierenden Tag 2 des Festivals. Und ich schicke Sie nun alle zurück in die Lobby und wünsche Ihnen weiterhin viel Inspiration und vielen, vielen Dank nochmal an unsere SpeakerInnen.